alle mal zur Beruhigung ganz kurz am Anfang. Es wird kein normales Let's Play sein. Es wird was dazugeben. Ja! Und damit herzlich willkommen zum weiteren oder zu der ersten Folge von New Super Mario Bros. Wii. Ich weiß jetzt nicht, ob man mich hört oder ob ich zu laut bin. Weil es ist ganz kompliziert gewesen, das alles hier aufzunehmen. Entweder ich bin jetzt hier zu leise oder zu laut, weil ich muss, ich habe gerade getestet und war so ungefähr einen Meter entfernt und war trotzdem noch so laut. Jetzt weiß ich nicht, ob ich zu laut rede oder zu leise. Deswegen bin ich trotzdem zu Sicherheitsmaßen weiter weg. Und ich habe ja gesagt, ich werde auf meinen Kanal New Super Mario Bros. Wii bringen. Ihr seht hier jetzt, glaube ich, drei neue leere, wie heißen die? Dateien. Und ich habe, also, wenn ihr euch wundert, wieso überhaupt hier nichts ist, ich spiele das auf der Wii U. Weil das Programm, das ich habe, von meinem Freund habe, ich kenne mich da nicht aus, wie man das mit der Wii verbindet, weil die Wii hat keinen HDMI-Anschluss. Also ich habe halt keinen gefunden und da war es jetzt kompliziert, das habe ich nicht auf der Wii spielen können, spiele ich das auf der Wii U. Das heißt, wir spielen ganz neu. Es ist, also, alle mal zur Beruhigung ganz kurz am Anfang, es wird kein normales Let's Play sein, es wird was dazugeben. Auf jeden Fall wird, also ich spiele das jetzt auf der Wii U. Was ich euch sagen kann, ich hatte schon zweimal das Spiel durchgespielt und dann einmal neu. Einfach so, also ich meine, ja, einmal neu für uns halt. Die Sache ist, es gibt ja Sternmünzen oder so in der Welt. Und ich habe mir gedacht, ich werde mir die alle nochmal irgendwie in der Freizeit mal zusammen sammeln wieder, weil ich das Spiel sowieso auswendig kenne. Und dann dann spielen wir halt auf dem zweiten Spielstand zum Beispiel einen neuen, also fangen wir einen neuen Spielstand an. Was glaube ich gerade? Ich meine, dann spiele ich auf dem zweiten Spielstand, wo ich alles durch habe, und dann können wir da die Sternwelt spielen. Ja, und fangen wir erstmal dabei an. Lecker, ein Kuchen mit Haaren. Ja, und da sind wir schon auch im Geschehen. Ich werde jetzt im Hintergrund einfach so weiterspielen und euch ein paar Regeln oder was ich überhaupt von dem Projekt mache, erzählen. Auf jeden Fall, ich werde das Projekt, wie gesagt, nicht normal weiterspielen, sondern ich werde es auch nicht zu 100% spielen. Ich werde das einfach nur durchwaschen.
Also, so gut wie ich kann halt. Weil ich bin auch nicht der Profi gerade darin. Und es gibt Ausnahmen. Also ich sammle die Sternmünzen hier nicht oben. Ich kann die mal aufsammeln mit diesem Item. Das ist nämlich das neue Item in dem Spiel. Und zwar kennt man es schon aus dem neuen Teil, aber da ist es halt dazugekommen. Das ist halt ein neues Item. Ich lasse mich jetzt treffen, weil, wie gesagt, ich werde in dem Projekt durchwaschen hauptsächlich und keine Sternmünzen oder so einsammeln. Da am Anfang habe ich es natürlich gemacht und euch das neue Item gezeigt. Ich werde hauptsächlich aber nur durch die Level durchrennen und die probieren halt so zu schaffen. Bis zur Sternwelt. Wie gesagt, bei der Sternwelt spiele ich das alles noch. Aber es gibt Sachen, ich darf keine Items, also ich darf das einzige Item, was ich nehmen darf, ist ein normaler Pilz. One-Up-Pilz, Stern und sowas darf ich natürlich benutzen. Aber außer die Items darf ich nichts mehr benutzen, so wie Feuerblume oder was das hier alles gibt. Ich darf nur der große Mario sein. Also hier kommt jetzt, glaube ich, ja, eine Eisblume, die darf ich nicht nehmen. Ich werde natürlich Sternmünzen sammeln, die ich gleich auf dem Weg finde. Aber mehr eigentlich auch nicht. Auf jeden Fall werde ich durchwaschen, hauptsächlich nur. Und da gibt es jetzt eine ganz... warte, das mache ich schon. Da gibt es eine Besonderheit bei dem Projekt. Ich darf... Also die ganze Welt darf ich nur mit 3 Leben durchspielen. Also ich darf insgesamt in der ganzen Welt nur 3-mal sterben. Mehr als 3-mal darf ich nicht. Und wenn ich aber bis 3-mal gestorben bin, dann muss ich ein extra Video machen, wo ich euch schreibe, was für eine Bestrafung ich machen darf, aber wo man mich halt nicht sieht, was ich halt machen könnte oder so. Ich werde es natürlich darauf anlegen, dass ich es nicht machen muss, aber es wird auch schwierig, weil am Anfang, die ganze erste Welt, darf ich mindestens nur 3-mal sterben. Also insgesamt darf ich nur 3-mal sterben in der ersten Welt. Und dann werde ich es auch so in der zweiten Welt machen. Und in der dritten Welt, glaube ich, werde ich um ein Leben erhöhen. Also umso schwerer, um ein Leben wird es halt erhöht. Ich glaube aber in der letzten Welt werde ich vielleicht, wie viele, vielleicht, weiß ich nicht, 10 oder so nehmen. Auf jeden Fall, oh lol. Auf jeden Fall, will ich es auch nicht zu hoch übertreiben. Es kommt drauf an, wie wenn wir weit kommen und es ist wirklich alles für mich zu easy, dann werde ich natürlich die Level senken. Und ja, auf jeden Fall schauen wir hier. Es werden auch in dem Projekt nicht nur, wie heißt das? Da werde nicht nur ich alleine spielen, es wird hin und wieder vielleicht mal, wenn ein Freund da ist, mit mir zusammen das spielen. Und er muss natürlich keine Bestrafung machen, er darf so oft sterben, wie ich will, aber muss mit mir halt mit durchraschen. Und wenn ich halt sterbe, dann bin ich halt tot und bin ich halt einfach einmal gestorben und ist für ein Leben abgezogen. Die erste Welt wird noch gleich easy sein. Ich weiß nicht, ob wir fast die ganze Welt schaffen, ich glaube nicht. Ich glaube, wir schaffen nur die Hälfte oder so. Ich werde auch alle Secret Exits machen. Hier war zum Beispiel einer, den habe ich gleich sofort gemacht, weil er kürzer war. Und am Ende werde ich, glaube ich, auch nochmal alle Kanonen euch zeigen, einfach aus Fun. Nur so. Und, ich weiß nicht, hier seht ihr jetzt, ein Toad wurde gefangen. Wenn ihr wollt, dass ich das auch mache noch dazu, das könnt ihr natürlich in die Videobeschreibung auch wieder schreiben, weil es geht darum, den Toad am Ende durch das Level, also er ist in ein Fragezeichenblock versteckt, zum Beispiel hier drin. Und man muss ihn halt herumtragen und mitnehmen. Und man muss ihn bis ans Ziel bringen. Und dann bekommt man ihn, wenn er groß ist, glaube ich, 5 Leben. Und wenn er klein ist, glaube ich, nur 1 Leben. Oder wenn er groß ist, 3. Irgendwie sowas. Ich mache das halt nicht so oft. Ich habe es bis jetzt hin und wieder mal gemacht aus Spaß. Aber ja.
Auf jeden Fall werde ich halt das so machen. Oh, nee, Yoshi. Irgendwas wollte ich noch zu dem Projekt sagen, weil irgendein Problem gab es ja noch. Ich weiß jetzt nicht gerade was. Vielleicht fällt es mir irgendwann mal im Projekt wieder ein. Oh mein Gott. Yoshi, Yoshi. Oh mein Gott. Am Anfang seht ihr, ich bin zwar noch recht gut, aber es wird, wie gesagt, erst noch schwieriger. Und ja, das wird halt ein Projekt sein, das hin und wieder mal kommen wird, auch wenn ich Zeit habe. Und wieso ich euch am Anfang, glaube ich, im ersten Level gezeigt habe, was der Propellerpilz ist. Ich habe das euch gezeigt halt, dass ihr wisst, was das für eine Fähigkeit oder was es das macht. Bei der Eisblume oder so, das sind, glaube ich, die bekannten Items, die könnt ihr, glaube ich, verstehen. Ich weiß nicht, wenn irgendein Zuschauer mir zuschaut, der das Spiel überhaupt nicht kennt oder so. Ich glaube aber, jeder kennt Mario oder so, auf jeden Fall. Glaube ich, muss ich euch viel nicht erklären. Und wie gesagt, wenn ihr Starcoins, Starcoins seht, dann zeige ich die euch natürlich. Oder nimm sie halt auf den Weg mit. Ja, das war eigentlich zu dem Projekt ganz gesagt. Und ich hoffe, es schauen einige das Projekt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Weil es ist zwar nicht was Besonderes, weil das kennt jeder und hat fast jeder Let's Played. Und das ist sicher für den einen oder anderen langweilig. Aber mir macht es hauptsächlich Spaß und ich werde so eine kleine Mario-Reihe dadurch starten. Also ich werde jetzt am Anfang das Projekt bringen. Dann glaube ich, danach werde ich noch ein Video dazu machen, was soll ich da genauer bringen. Es gibt ja zwei Versionen, sagen wir so mal, von dem Spiel. Nämlich New Super Luigi U oder New Super Mario Bros. U. Und da könnt ihr, glaube ich, da werde ich das sagen, da könnt ihr dann nachentscheiden, was ich machen soll. Ich werde eins von den beiden bringen. Zwar sind die Level immer ganz verschieden, aber es ist halt, glaube ich, langweilig, weil es hauptsächlich irgendwie das gleiche Spiel ist. Das gleiche Spielkonzept, nur andere Level und ein bisschen schneller. Aber mehr eigentlich nicht. Ja, das wollte ich euch gesagt haben. Vielleicht wird auch im Video mein kleiner Bruder dabei sein, weil er auch mal dabei sein will. Jetzt ist er dabei, nicht dabei. Und ja, ich weiß auch nicht, ob ihr vielleicht es doppelt hört, Iggy, glaube ich, heißt er. Also überhaupt die Mario-Geräusche im Hintergrund, weil ich es über den Fernseher natürlich höre. Aber ich glaube, im Video hört man den Unterschied nicht so allbesonders. Und ein Level, glaube ich, machen wir noch und dann ist es, glaube ich, der Part schon lang genug. Ich habe jetzt keinen Timer gestellt, ich kann auch nicht sehen, wie lange wir schon aufnehmen. Ich glaube, schon recht lange. Aber ja, das gucken, ich mache das Level noch fertig. Und ich habe euch, glaube ich, alles erzählt, sonst werde ich das im nächsten Video nachholen. Ich will ja, wie gesagt, bei jedem durchrushen, so wie Wasserlevel oder so wie, ich weiß nicht, ob ihr Scrolling-Level kennt. Das sind solche Level, die sich auf einmal selbst bewegen, also weiterhin bewegen. Und wo man nicht mehr so wie jetzt zurück kann, sondern man kann nur in eine Richtung. Und da kann ich natürlich auch nicht durchrushen, das müssen wir halt so durchspielen. Ja. Und auf jeden Fall werde ich das halt jetzt spielen. Und ja. Am Anfang, oh mein Gott, das war knapp. Am Anfang habe ich mir, bevor ich das spielen wollte, fail, habe ich mir so gedacht, ich werde, glaube ich, alle Starcoins holen und das auch mitspielen. Aber da hat mein Kollege gesagt, nee, das würde dann zu lange dauern, glaube ich auch. Ich weiß ja natürlich alles, wo was ist. Also ich weiß halt alles auswendig.
für mich wäre das kein Problem, aber es wird wirklich, glaube ich, auf der Zeit zu lange dauern und ich habe ja gesagt, ich will auch durchwaschen und dann auch noch mit 3 Leben oder mit 4 Leben in der Welt, keine Ahnung, da ist es auch noch ein Stück schwieriger mit Starcoins. Wenn ihr wollt, dass ich das in der Sternenwelt mache, in der letzten Welt mit Starcoins, das könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben und auch halt, ob ihr es wollt oder nicht. Aber ich glaube, das war's dann für den ersten Part, weil der ist, glaube ich, schon lang genug. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann ciao wieder!